Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserem diesjährigen Kulturempfang. Sie haben sich alle da verkrümmelt, zu Recht, haben viel Schatten und einen guten Blick hoffentlich. Ich darf Sie begrüßen an einem ganz besonderen und wunderschönen Ort und wir haben noch Glück mit dem Wetter. Ja, liebe Freisingerinnen und Freisinger, wir sind jetzt hier am Domberg, mitten im Zentrum der Stadt und befinden uns hier beim Kulturempfang. Der Kulturempfang ist ein kleines Dankeschön an die vielen Kulturschaffenden, die unser Leben in der Stadt Freising bereichern. Eine schöne Möglichkeit, sich ein bisschen auszutauschen, miteinander zu reden, vielleicht neue Ideen zu spinnen und ein bisschen auch über die Zukunft nachzudenken. Die Freisinger Kultur integriert und sie identifiziert. Und das ist genau das, was Sie machen, meine Damen und Herren. Sie alle schaffen mit dieser Vielfalt, die Sie an kulturellem Leben hier zelebrieren, ja wirklich genau diese Vielfalt, die auch unsere Stadtgesellschaft widerspiegelt. Wir sind hier zwischen Tradition und Moderne eine wirklich große Vielfalt an Interkulturalität, an Tradition, an Moderne und wir haben eine Menge zu bieten. Ist sehr ausgewogen, es gibt ganz viel, es gibt Theater, Musik, es gibt die Festivals, Kino am Rang, es ist ganz viel geboten in Freising. Ich finde es immer toll, wenn man bei solchen Gelegenheiten spielen kann und sich die Leute einfach auch freuen hier. Also was mich freut im Miteinander mit der Stadt ist, dass der Domberg als eine der vielen Institutionen, der kulturellen Institutionen der Stadt völlig integriert ist ins gemeinsame Gespräch, in die Planungen. Wir sind sozusagen die ältere Institution in dieser Stadt, aber doch keine, die irgendwo draußen liegt, sondern voll mit im Geschehen mitmischt. Was mir dabei wichtig ist, also dass die Planungen, die wir miteinander machen, sich weiter intensivieren, dass man wirklich so ein bisschen auch einen roten Faden fürs kulturelle Leben der Stadt Freising noch weiter findet. Ganz konkrete, schöne Sache ist ja jetzt miteinander mit der Volkshochschule, was unseren Theatersommer angeht. Und dann wird natürlich das große Projekt sein, ja, wie wird der Domberg künftig ausschauen nach der großen Überplanung? Und da ist das Gespräch mit der Stadt Freising natürlich besonders wichtig. Oh, goodbye, with a little help from my friend.